Hey Leute und willkommen zu meiner Monatszusammenfassung. Hier halte ich fest, was ich alles in den Spielen im März 2024 alles erreichen konnte. Ich werde darauf eingehen, was ich alles gemacht habe, weshalb es Spoiler enthalten kann. Mein erstes Hauptprojekt war Captain Toad Treasure Tracker. Ich begann meine Reise mit Captain Toad, weil Toadette von einem riesigen Vogel entführt wurde. Das erste Kapitel bestand aus 18 verschiedenen Welten. Mein Ziel war es, in jedem Level die drei Diamanten zu finden, die Bonus-Challenge abzuschließen und den Pixel-Toad zu finden. Nachdem ich das geschafft habe, gab es in jedem Level eine Zeit-Challenge, in der ich das Level so schnell wie möglich abschließen musste. Nachdem ich diese vier Aufgaben erledigt hatte, konnte ich das erste Kapitel mit 100% abschließen und mich an das zweite Buch wagen. Auch im zweiten Kapitel konnte ich in jedem Level drei Diamanten finden, in jedem Level eine Bonus-Challenge abschließen und einen Pixel-Toad finden. Nachdem ich das zweite Buch mit 18 verschiedenen Levels durchgespielt hatte, konnte ich auch hier die Zeit-Challenges beenden und das zweite Kapitel mit 100% abschließen. Das dritte Buch war auch gleichzeitig das längste Buch mit 28 verschiedenen Leveln, die auch die drei Diamanten und die Bonus-Challenges enthielten. Zusätzlich sammelte ich die restlichen Pixel-Toads im Spiel und besaß am Ende alle 64. Nachdem ich das dritte Buch durchgespielt hatte, widmete ich mich in den Zeit-Challenges und spielte alle Level noch einmal durch. 100%. Das Bonuskapitel war das Postgame und beinhaltete weitere verschiedene Level, in denen ich eben wieder kleine Aufgaben erledigen und auch wieder drei Diamanten finden musste. Zum Schluss habe ich natürlich noch einmal alle Time Challenges in den finalen Leveln absolviert, um auch dieses Kapitel abzuschließen. Das letzte Level des Bonuskapitels war ein besonderes Level, denn es war ein Labyrinth mit 50 verschiedenen Ebenen mit der zusätzlichen Challenge 5000 Münzen zu sammeln. Das Spezialkapitel waren weitere Level durch den DLC, die ebenfalls jeweils mit Diamanten bestückt waren. In den neuen Leveln gab es auch eine Zusatzaufgabe und Zeit-Challenges. Nachdem ich alle 252 Edelsteine sammelte und Zeit-Challenges in 95 verschiedenen Level abschloss, ging es in das finale Level mit der finalen Challenge. Ein weiteres Labyrinth erwartete mich, in welches mich eine Toad-Mumie verfolgte und ich musste 30 Ebenen überstehen. Die letzte Challenge war es, meine drei Toad-Begleiter unversehrt ins Ziel zu begleiten. Nach dem Abschluss der finalen Welt hatte ich auch alle 97 Level samt Challenges abgeschlossen. Damit schloss ich alle 5 Kapitel auf 100% ab und konnte Captain Toad Treasure Tracker auf 100% durchspielen. Das zweite Projekt war Doom The Classic Collection. Diese Collection enthielt drei Spiele, Doom, Doom 2 und Doom 3. Ich habe mit dem ersten Teil angefangen und wollte alle vier Kapitel beenden. Das erste Kapitel, Knee Deep in the Dead, schloss ich vollständig ab, beendete alle 8 Missionen und besiegte die beiden großen Dämonen auf der Boss-Ebene. Das zweite Kapitel, The Shores of Hell, bestand ebenfalls aus 8 verschiedenen Leveln und auch hier erwartete mich am Ende des Kapitels der Cyber Demon als Bosskampf. Das dritte Kapitel Inferno besaß ebenfalls 8 Kapitel und nach dem erfolgreichen Abschließen aller Level musste ich gegen den Boss Spider Demon antreten. Das vierte und letzte Kapitel von Doom hatte ebenfalls 8 verschiedene Level und im finalen Level erwartete mich erneut der Spider Demon und konnte alle 32 Level aus Doom abschließen. In Doom 2 war es ebenfalls mein Ziel, alle Level abzuschließen, wovon es jedoch nur ein einziges Kapitel, die Hauptkampagne, existierte. Den doch recht schweren und komplexer aufgebauten Nachfolger spielte ich vollständig mit allen 30 Leveln durch und schloss das Spiel relativ unspektakulär ab, nachdem ich den finalen Bosskampf besiegte. Im Anschluss folgte Doom 3, welcher zwei Kampagnen bereithielt. Ich fing bei der Hauptkampagne an und stürzte mich in den dritten und letzten Teil der Collection. Nach 27 verschiedenen Abschnitten traf ich in Doom 3 in der Hauptkampagne auf den finalen Boss, bekämpfte diesen und schloss das Spiel ab, um die Erweiterung Resurrection of Evil zu starten, die quasi danach stattfindet. Die Zusatzkampagne beinhaltet 12 weitere Missionen und ich musste mich erneut durch die Marsstation kämpfen, um am Ende den finalen Bosskampf in der Hölle zu bekämpfen. Nach dem Kampf war auch der dritte Doom-Teil durchgespielt und ich konnte das Projekt Doom The Classic Collection vollständig abschließen. In Splatoon 3 hat die nächste Season begonnen und ich arbeite noch immer daran, die mittlerweile 593 Abzeichen zu erhalten. Im März konnte ich 26 neue Abzeichen bekommen und bin derweil bei 211. Um dieses Ziel zu erreichen, spielte ich einige Rotationen Salmon Run, ein paar Runden Tabletop, einige Spieldurchläufe im DLC Side Order und probierte mich wieder sowohl in den Rangkampf als auch Revierkampf.
Das Big Run Event nutze ich ebenfalls ausgiebig, verteidigte E-Tail Alley vor den Salmoniden und konnte uns mit einem guten Score den Goldpokal sichern und viele Bosse besiegen. Im März fand erneut ein Splatfest statt und ich sollte entscheiden, welches Musikinstrument ich am liebsten spielen würde. Von den drei Instrumenten würde ich das Keyboard einer Gitarre oder dem Schlagzeug vorziehen und spielte wieder zu zweit viele Tricolor-Runden. Zusätzlich nahm ich auch im März an zwei Challenge-Battle-Perioden teil, um mein Abzeichen Progress auszubauen. In meiner zweiten Challenge Full Stream Ahead habe ich es geschafft, in Duo mein Goldabzeichen zu erhalten, denn wir schafften es mit Platz 55 in die Top 5% der Spieler. Ich spielte genug Runden mit der Neo Splash-O-Matic, weshalb sie mittlerweile meine 11. Waffe ist, die ich auf 4 Sterne hochspielen konnte und erlangte dadurch ein weiteres Abzeichen. In meinen vielen PvP-Runden konnte ich nun auch die 180 Siege sowohl mit der Special Triple Splashdown als auch mit Super Jump erzielen und 2 weitere Silberabzeichen erhalten. Der Einzelspieler vom Rangkampf wird in Serie gespielt. Entweder gewinne ich bis 5 Matches, um die Serie siegreich zu beenden, oder ich verliere 3 Runden, wodurch die Serie abgebrochen wird. Durch das Abschließen 10 solcher Serien im Rangkampf erhielt ich ein weiteres Abzeichen. Ich spielte im März die neue Salmon Run Map Bone Rattle Arena und habe mit einer Gruppe so weit gespielt, dass ich ab VP 200 das erste Abzeichen, bei VP 400 das Bronzeabzeichen und bei VP 600 das Silberabzeichen erhielt. Während einer weiteren Rotation im Salmon Run mit der Map Jamming Salmon Junction konnte ich mit einer Gruppe meine mittlerweile 4. Salmon Run Map abschließen mir das Goldzeichen für VP 999 holen. Damit fehlen mir nur noch 3 der 7 Salmon Run Maps. Der für mich noch recht neue Boss Megalodontia ist der 3. der Obersalmoniden, für den ich im März das erste Abzeichen erhalten konnte, weil ich ihn insgesamt 10-mal besiegen konnte. Beim Spielen von Side Order konnte ich meinen ersten Spieldurchlauf mit dem Dopplern abschließen, den finalen Boss in der 3. Etage besiegen und Hubworld von Splatoon 2 mit all ihren Läden freischalten. Durch meinen ersten Sieg im DLC erhielt ich ein neues Abzeichen. In jedem Spieldurchlauf von Side Order sammle ich beim Erklimmen des Turms Farbchips, die meine Fähigkeiten verstärken. Für sämtliche Abzeichen muss ich 5 Chips derselben Fähigkeit von allen Fähigkeiten einmal in einem Durchlauf gesammelt haben. 2 lila Abzeichen erhielt ich für das vollständige Aufwerten von den 7 Support-Skills Regeneration, Hauptverbrauch, Sekundärverbrauch, Klecks-Regeneration, Klebetinte, Stoßwirkung und Explosionsstoßwirkung. 2 orangene Abzeichen erhielt ich für das vollständige Aufwerten von den 8 Range-Skills Reichweite Hauptwaffe, Explosionsradius, Durchschuss Hauptwaffe, Projektilgröße Hauptwaffe, Spezialladezeit Plus, Färbe Drohnenlader, Färbe Glückskombo und Färbe Bodenschaden. Ein blaues Abzeichen erhielt ich für das vollständige Aufwerten von den 3 Mobility Skills Bewegungsspeziallader, Bewegungsdrohnenlader und Bewegungsregeneration. Ein gelbes Abzeichen erhielt ich für das vollständige Aufwerten von den 3 Lucky Skills Drohnenbatterienhäufigkeit, Glücksbombenhäufigkeit und Plattenteilhäufigkeit. Alle 3 grüne Abzeichen erhielt ich für das vollständige Aufwerten aller Drone-Skills: Drohnen-Klecksbombe, Drohnen-Instabombe, Drohnen-Heulboje, Drohnen-Tinferno, Drohnen-Tintenmine, Drohnen-Sprinkler, Drohnen-Items, Drohnen-Lader-Turbo und Klecks-Drohnenlader. Ich habe Side-Order mit allen 12 Waffen abgeschlossen, sämtliche Waffen für den PvP freigeschaltet und dafür ebenfalls ein weiteres Abzeichen erhalten. Ich konnte Side Order mit dem Octoplexer abschließen, indem ich nur 4 Hexen bei Marina aktiviert hatte. Ich nutzte ein Extra-Leben, ein Continue und erhöhte Angriffskraft. Ich schloss den Turm erneut ab, besiegte den Boss mit minimalen Hex und erhielt dafür mein Abzeichen. Ich befinde mich aktuell primär auf den neuen Plaza von Splatoon 2 und investierte bereits 100.000 Cash in die neuen Kleiderläden Ye Olde Clothes Shop, Hats Base Club und Scheller Fresh Club für 3 neue Abzeichen. Ich habe mittlerweile mein 3. Goldabzeichen für Kleidermarken erhalten, weil ich 100 Sterne für die Kleidermarke Incline erreicht habe.